Und damit Servus und herzlich willkommen zu einem nach langer Zeit mal wieder neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Basti und ich zeige euch heute auch mal wieder zwei, drei Replays. Fangen wir an mit dem E50M. Noch Malinowka im Winter. Müsste südlicher Spawn gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ich werde versuchen, wieder aktiver Videos zu bringen. Los geht's! Und ich wusste jetzt nur immer nicht, was ich zeigen könnte im Video. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ich zum Beispiel Panzer-Tech-Trees vorstellen soll von bestimmten Zehnern, also die kompletten Tech-Tree oder allgemein einfach mal irgendwelche Panzer vorstellen soll. Wenn ich die in der Garage habe, kann ich die gerne vorstellen mal in einem Video, wenn ihr das sehen wollt. Ich kann aber auch einfach Fun-Modus Videos machen oder was weiß ich, wenn ich mal in Fun-Modus spiele oder live Gefechte, wenn ihr das sehen wollt. Ich könnte meine Wertungsgefechte, zumindest ein paar, ich werde nicht alle schaffen, meine Wertungsgefechte, die ich spiele, als Video aufnehmen, wenn ihr das daran Interesse habt, das zu sehen. Nicht wundern, die Gun-Sounds sind vielleicht ein bisschen anders, als ihr sie kennt. Ich habe eine Mod drauf. Und ja, deswegen sehen bei mir auch ein paar Panzer dann teilweise auch manchmal anders aus. Weil ich ein paar Mods drauf habe. Den Schuss hätte ich jetzt auch einnehmen können. Ich mag den E50M sehr gerne, auch seit dem Buff, den er bekommen hat, mit dem PBR-Grafik und dem anderen anders aussehenden Turm. Lässt er sich eigentlich auch noch besser spielen, finde ich, als vorher. Auch wenn er Alpha verloren hatte mit dem 9.1-Update, war das glaube ich 9.1, ja. Aber ich fahre den dennoch trotzdem sehr gerne. Jetzt den Jo. Leider habe ich jetzt den Schuss ein bisschen vergeigt. Das ist jetzt der Schuss und schön Totrahmen kann man mit dem E50M gut machen. Wie genug. Und ich habe ja nicht mal Damage dabei bekommen, also. Ja. Jetzt ist nur noch ich gegen mein Toolmate gegen drei Leute. Mein Toolmate wird da gerade rausgejodelt von dem E50M. Die 05 ist hinter mir. Mein Teammate kriegt den 50M raus, ich krieg den 50 raus und jetzt gegen 1 gegen den 4005. Das war jetzt ein blöder Cross, ja, aber in der Situation ist man dann vielleicht auch mal ein bisschen aufgeregt, wenn man dann ein 1 gegen 1 hat. Dann war das jetzt ein ungünstiger Bounce, ich hätte auch aimen können mal wieder. Ein unnötig gefressener Schuss, weil ich so aggressiv war. Zwei unnötig gefressene Schüsse. Ich wollte ihn jetzt hier versuchen nochmal zu spotten. Er ist aber nicht aufgegangen. Deswegen ich mich jetzt dazu entschließe, hier wegzufahren. Und auf Distanz zu spielen.
hab versucht, ihn jetzt hier halt zu spotten, überall irgendwo. Also halt zu outspotten, natürlich hoffentlich nicht, dass er mich dann noch spottet zuerst. Wird man auch gleich wieder beleidigt. Ich habe den jetzt hier nirgendwo gefunden, wo er eigentlich gerade eben stand, deswegen bin ich jetzt hier einfach weitergefahren. Und dann war er da jetzt links. Und das Blöde ist, ich bin One-Shot, er ist für mich maximal, wenn ich Max rolle, One-Shot. Ich glaube sogar, Maxwell würde, glaube ich, gar nicht reichen. Oder? Ja gut, weiß ich jetzt gerade nicht. Treffen und er hat mich rausbekommen. Ganz schade. Ich habe mir halt ziemlich viele Schüsse unnötig gefressen im Nachhinein, jetzt, wenn man das nochmal sieht. Aber eigentlich war es eine relativ gute Runde, würde ich mal sagen. 5600 Schaden. 310 Block, 4 Gegner zerstört, 6 beschädigt, das war eine First Class, hätte die Runde gewonnen, wäre das wahrscheinlich auch noch ein Ace geworden. 98.000 Credits, Top Damage natürlich, wir hatten auch 2 Nuller im Team, heißt, nochmal für 2 Panzer mehr gespielt. Und das war, wenn man das auch sieht, meine bis jetzt Top Damage Runde, sogar gestern entstanden die Runde. Die zweite Runde ist in der Grille. Wir fahren Doppelgrille im Zug. Auf Sturzbach, nördlicher Spawn. Stelle mich hier hinten auf den TD-Busch, nicht Buschberg. Wäre ein komischer Busch. Tal 71 auf der Hill-Konterposi. Wir nehmen hier den Bär, den Busch ab. Jetzt ist es ein Busch. Jetzt kommen da Leute ein paar Panzer angefahren, also gespottet. Ein bisschen vor, damit ich auf die Frosch schießen kann. Bei uns an dem Cupola bin nicht gespottet. Eben noch weiter auf den Cupola. Wir fährten die WZ da voll rein in den Schuss. Dankeschön dafür. Jetzt ist die WZ draußen. Foch, nicht WZ. Genau. Ich sprach wieder auch da. Fahre ich ein bisschen ran und gucke, ob ich an die 50B hier rankomme von der Hauslücke da. Also zwischen den beiden Häusern, ob ich jetzt an die 50B rankomme. Aber die Posi, habe ich jetzt gemerkt, ist ein bisschen blöd. Fahre ich wieder weg. Gucke, ob ich da jetzt auf den 50B schießen kann. Tatsächlich kann ich das. Aimen, rauf, lowern. Und ich aim jetzt da weiter ab. Jetzt ist aber der andere 50B an mir abgeprallt. Deswegen passe ich auf, dass ich jetzt nicht so weit rausfahre. Und aim jetzt den 50B immer noch ab und versuche aber auf den anderen 50B auch noch zu gucken. Jetzt pusht der 50B da rein. Ich hätte halt gerne diesen One-Shot 50B da raus, aber der traut sich da nicht weiter. Jetzt mache ich was ganz Riskantes. Jetzt habe ich vor, da reinzufahren, um den 50B da an weiter reinpushen zu hindern. Mit der Grille. Da reinfahren. Ja. Wieder low rolling. Ich
wird man wieder beleidigt. Entweder ich oder der Toonmate, das weiß ich gerade nicht, wen der vorkam. Mit Latte, 600er Rolle. Latte 50 Biber nachgeladen. Den 2 geschfressen von 50 B. Ich nehme mir jetzt auch noch gerne die dritte ab. Hole ich mir ab. Wenn wir wissen, dass ich den wenigstens erst rausbekomme. Und wenn er keinen vierten gedrückt hat. Da hinten steht jetzt noch das 268. Dem noch ein Logo geben. Irgendwie mochte mich RNG da nicht mit den mit dem Rolls. Versucht dann noch Lines zu treffen. Der Type sollte da jetzt eigentlich rausgehen, deswegen konzentriere ich mich da voll aufs Objekt. Objekt guckt dann nochmal blöd, nochmal Low Roll. Ich dachte, die Grille hat 600 Alpha und nicht 570 Alpha. Irgendwie low roll ich die ganze Zeit über nur 570 oder sowas. Jetzt fährt mein Toolmate daran, nimmt die Ketten. Also hat die nicht ganz getroffen. Objekt. Er trifft wieder nur die Ketten. Objekt hat ihn aber auch nicht getroffen. Und jetzt nehme ich ihn da voraus. Tschüss, Objekt. Jetzt waren das 4-5 Damage. Sehr interessant, das Ende, diese Kettenschüsse, die sind permanent. Sehr, sehr interessant. Das Ganze waren 4-5 Damage, 380 Lock Damage sogar mit der Grille. 55 B der Schuss. 2 Gegner zerstört, 4 beschädigt. First Class. Hab mir 41.000 Credits eingebracht. Ich war Top Damage. Und diesmal hatten wir keine Nuller. Dann zeige ich euch noch eine Runde im 53 DP auf New Bay. Das war eine Wertungsrunde. Das war meine erste Wertungsrunde auf Tier 8 diese Season. Only 8er. Und Herrschaft auf New Bay. Ich bin ja nicht so ein großer Freund davon, in die Stadt zu fahren. In Herrschaft ist das natürlich sinnvoll, weil da zwei Caps sind und wenn die Gegner in der Stadt fahren und das Team auf die Brücke, dann haben die Gegner natürlich Cap-Vorteil. Aber ich fahre trotzdem mit auf die Brücke. Lightway und Jo fahren in die Stadt. Emil fährt da jetzt auch mit in die Stadt, glaube ich. Ja. Und jetzt sind da Chimera schon gespottet, Leichtkampfpanzer schon gespottet und der 43 DP der Gegner. Hier ist Skepta, die ist auch schon gespottet, die Gegner haben gar keinen 43 DP. Und da kommt jetzt die Chimera hoch, ne, die Skepta. Dogshot, weil ich nicht eingehen habe. Aber ich war auch aus der Fahrt, Rückwärtsfahrt, weil ich zurück wollte, damit er mir nicht noch mehr geben kann. Noch mehr Schüsse. Und ich habe halt nicht eingeaimt, weil ich gucken wollte, wo ich hinfahre. Hier steht da noch eine Defender. Erstmal Wolfram rein und dem eine drücken. Jetzt nehme ich noch Adrenalin mit rein, weil er ja so schön stehen bleibt. Drücke ich ihm gleich noch eine zweite mit Wolfram, schön 505er rein. Traut sich der Skepta hier vor. Drücke ich ihm auch noch eine mit Wolfram. 463er. Ich habe jetzt gedacht, das Team ist komplett unten. Dass ich jetzt alleine gegen drei Panzer spiele quasi, die hier oben sind. Aber der Skepta fährt schon wieder runter. Der Bulldog, beziehungsweise Leichtkampfpanzer. Ja, jetzt mein Ziel. Ich wollte ihm eine schöne HE drücken. Aber ich habe eher lieber erstmal AP, wenn er mir die Seite zeigt.
Jetzt will er mich hier veralbern. Jetzt drücke ich ihm die Hai. Mit Kettenschuss. Und jetzt versucht er mich hier aus den Waggon Mitte da zu snipen. Trifft mich nicht. Sind wir gebounced. Jetzt nehme ich ihn hier raus aus dem Waggon Mitte. Nächstes Ziel ist Skepta. Vielleicht noch mit Schüsse auf den Tiger, wenn ich vorher rankomme. Aber erstmal Skepta, ich komme nämlich an den Tiger nicht ran. Schön abgefackelt. Nächstes Ziel der T28, wenn er da schön guckt. Noch ein Wolfram, 398, ein bisschen wenig mit einer Wolfram. Jetzt nehme ich den T28 raus. Premium, eher Safe Shot, hätte auch bouncen können. Ein Millimeter weiter rechts wäre es nämlich Auto-Bounce-Winkel. Jetzt guckt der Tiger nicht mal mehr zu mir, also schön mit einer Highroll rausnehmen. Das Ganze waren 4200 Damage, ich habe 1200 Block Damage, 3 Gegner zerstört, 5 beschädigt, das waren Ace und eine Großkaliber. 99.200 Credits hat mir es eingebracht und ich war natürlich Top Damage und keine Nuller im Team. So, dann würde ich sagen, wenn ihr, wie gesagt, Vorschläge habt, wenn ich irgendwelche Panzerlinien, also Tech Tree Lines, vorstellen soll, irgendwelche Panzer allgemein mal an sich vorstellen soll, Premium-Panzer, Sammler-Panzer. So, wenn ich den Panzer habe, kann ich es gerne machen. Schreibt es mir nur in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, falls noch nicht geschehen. Und dann würde ich sagen, ciao.